Ja, es geht jetzt um die Ableitung der Funktion 2x plus 5 Klammern zum Quadrat. Davon die Ableitung. Was müssen wir hier machen? Dritte Reihe, bitte. Das ist ganz wichtig. Wenn man hier anfängt abzuleiten, bevor man binomische Formel angewendet hat, dann kommt das Ergebnis in der Regel falsch raus. Ja, bitte? Ja, da kommt dann also 2x plus 5 mal 2x plus 5. Ja, aber das können wir direkt binomisch formeln. Da kommt 4x² raus plus 10x plus 10x plus 25. Also jawohl. Also, das heißt, binomische Formel ausmultiplizieren und jetzt summandenweise ableiten. Was ist 4x² abgeleitet? Das sollten jetzt in der Zwischenzeit aber mehr wissen. Ja, bitte. 8x. Völlig richtig. Also es ist eigentlich 4 mal 2 mal x hoch 1. Aber es ist richtig. Das kommt dann später die 8x raus. Ja, was ist 10x abgeleitet? 10x abgeleitet. Ja, bitte. Ja, es ist eigentlich 10 mal 1 mal x hoch 0. Ja? Also gibt das 10. Ja? Plus 10. Was ist 25 abgeleitet? Ja, bitte. 0. Also konstante Summanden fallen beim Ableiten. Gesichtsausdruck. Konstante Summanden fallen beim Ableiten weg. Also das heißt, da steht dann quasi plus 25 mal 0 mal irgendwas. Also plus 0. Schreib's hier nochmal klein dazu. Also ist die Ableitung 8x plus 10. Gibt es da Fragen dazu? Ja? Dritte Reihe. Die binomische Form ist doch 2ab, aber jetzt haben wir hier nur ab. Also oh, ja. 20. Sehr gut. Also, darf man nicht vergessen, 2 mal 2 gibt also hier 20. Das heißt, dann haben wir hier die 20 und hier die 20. Sehr gut. Nächste Frage.